Vers 17. Jona hrishyati na dveshti na sochati na kankshati shubha shubha parityagi bhakti man ya same priya. Ja, jemand der, na niemals, hrishyati freut sich, na niemals, dveshti ist bekümmert, na niemals, sochati klagt, na niemals, kankshati begehrt, Shubha, des Glückverheißenden, Ashubha und des Unglückverheißenden, Parityagi, Entsagender, Bhaktiman, Gottgeweihter, ja, jemand der, sa, er ist, me, mir, priya, lieb. Wer weder frohlockt noch bekümmert ist, weder klagt noch etwas begehrt und sowohl glückverheißenden wie auch unglückverheißenden Dingen entsagt, ein solcher Gottgeweihter ist mir sehr lieb. Erläuterung: Ein reiner Gottgeweihter ist bei materiellem Gewinn und Verlust weder glücklich noch betrübt. Auch ist er nicht sehr bestrebt, einen Sohn oder Schüler zu bekommen, und er ist nicht betrübt, wenn er sie nicht bekommt. Wenn er etwas verliert, was ihm sehr lieb ist, klagt er nicht. Und wenn er nicht das bekommt, was er sich wünscht, ist er nicht betrübt. Er ist transzendental zu allen Arten glückverheißender und unglückverheißender sündhafter Handlungen. Er ist bereit, für die Zufriedenstellung des höchsten Herrn jedes Risiko auf sich zu nehmen. Nichts kann ihn an der Ausführung seines hingebungsvollen Dienstes hindern. Ein solcher Gottgeweihter ist Krishna sehr lieb.